Gegen Ende, am 27. November 1095, tagte das Konzil öffentlich. Es wurde angekündigt, dass der Papst eine wichtige Ansprache halten werde. Da mit vielen Zuhörern gerechnet wurde, wurde die Versammlung auch auf ein Feld vor den Toren der Stadt gelegt. Zunächst erläuterte der Papst die Konzilsbeschlüsse und forderte den Klerus zur Unterstützung der Kirchenreform auf. Dann wandte er sich der Lage der Christenheit im Orient zu. Mit großer Eloquenz und rhetorisch geschickt schilderte er ihre Unterdrückung. Schon hätten die Türken Anatolien überrannt, hätten Kirchen zerstört und das Land verwüstet. Ohne Hilfe von außen seien die orientalischen Christen in ihrer Existenz bedroht. Gleichzeitig prangerte er die Zustände im Abendland an, wo Mord und Totschlag, Raub und Wegelagerei gang und gäbe wären. Damit müsse Schluss sein, die Ritter sollten besser gottgefällig agieren und dem Namen Christi gegen die Feinde des Glaubens zu Felde ziehen. Aus Räubern sollten Ritter werden, die um Christi und des ewigen Lebens willen als Akt der Buße für ihre Sünden gegen die Heiden kämpfen. Dafür würde jedem ein Sündennachlaus gewährt werden. Deus lo vult. Die Rede verfehlte ihre Wirkung nicht. Deus lo vult, schrie auch die Menge. Als der Papst seine Rede beendet hatte, trat ein Bischof an ihn heran, kniete nieder und bat als erster, sich diesem Kreuzzug anschließen zu dürfen. Hunderte folgten. Als äußeres Zeichen hieß der Papst die Menge, sich im Sinne des Bibelwortes et qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus aus dem Markus-Evangelium Stoffkreuze anzuheften. Der Kreuzzug war geboren. Tags darauf ernannte er Bischof Athemar von Le Puy zum päpstlichen Legaten und damit zum geistlichen Führer des Unternehmens. Zugleich traf auch Boten des französischen Grafen Raymond von Toulouse ein, der mitmachen wollte. Gerade das deutet auf eine längere Vorbereitung hin.